Trainer wie Armin Fee, der zurückgetreten ist, zum Saisonende noch geben. Und wir hatten noch eine Frage an den Kollegen. Kann eine Situation eintreten, dass Sie doch die letzte Entscheidung treffen, indem Sie sagen, ich höre früher auf? Ja, das kann immer, aber das ist mehr abhängig von meinen Spielern als von meinem Vorstand. Ist schon kurios, einer, der also auch Zusammenarbeit mit dem Vorstand aufkündigt, nämlich Van Gaal, gegen einen, der von sich aus sagt, es geht nicht mehr. Wir gehen rein, Petritsch, 10. Minute, der HSV begann stark, die haben schon zweimal in diesem Stadion gewonnen, als einziges Team überhaupt. Und die Bayern kamen so langsam, 16 Minuten sind vorüber, herrlich gemacht von Gomez und dann Ross, der gut reagiert. Und dann, so nach 30 Minuten, der HSV plötzlich wie abgeschnitten. Die Bayern kamen immer mehr. Schweinsteiger hatte auch ein paar Schwächen zu Beginn. Dann Müller. Toll gemacht, als Drop genommen. Es war die Zeit, wo sie jetzt auf die Tube drückten. Ab und an. Hinten ein bisschen unsicher. Übrigens heute mit der 15. unterschiedlichen Viererkette. Und dann das hier. Gomez, super gemacht. Pfosten, Müller, Latte. Nicht zu fassen. 36. Minute. Er konnte es nicht glauben. Der vernascht Westermann heute wieder in der Innenverteidigung. Matthijssen nicht dabei. Und dann hier. Und dann Müller. Den haben wir gar nicht richtig gesehen. Aber den holen wir uns nochmal. Den Müller. Achtung. Torriecher ja. Getroffen gut. Jubel auch da. Aber war nichts. Sie waren ganz klar überlegen. Die Bayern, die mit Van Beuten heute wieder mal in der Innenverteidigung spielten. Und der Van Beuten mit diesem Lattenschuss. Es war nicht zu glauben. Innerhalb kürzester Zeit, schauen Sie mal, dreimal Alu in 113 Sekunden. Da verzweifelte auch die Chefetage. So, wir gehen in die 40. Minute. Es ging nur in eine Richtung, als wäre da ein Einbahnstraßenschild. Ribéry ganz stark, Robben ganz stark und bitte. Der hat nur 8-mal in dieser Saison in der Liga gespielt. Sein 6. Tor. Der war von Anfang an heiß. Und dann diese Szene. Und was da für eine Wucht drin war. Der Rost hat keine Chance. Das sehen wir an der Geschwindigkeit. So einen Ball, so voll getroffen. Ganz stark. Und damit jubelte auch der Chef aus den Niederlanden. Das 1:0 war ab der 25. Minute absolut verdient. Die zweite Hälfte. Robben, Freistoß, 47. Minute, Robben und er ist drin. Direktes Freistoßtor der Bayern, das gab es zuletzt vor einem Jahr gegen Freiburg. Torschütze übrigens Robben, natürlich Rost mitbeteiligt, aber der denkt, dass der Gomez drankommt und deswegen schätzt er ihn falsch ein, kommt zu spät, sah ein bisschen unglücklich aus, aber den kann man auch in der Innenverteidigung mal ein bisschen abräumen. Die Bayern jetzt wie im Rausch, der HSV ergab sich fast und wir haben erst die 53. Minute, das ist Robben. Kein Dreierpack für die Niederländer, der wie aufgedreht spielte, genauso wie Ribéry. Apropos Ribéry, Ribéry, Robben, Ribéry. Der war nicht mehr zu stellen auf der Seite. Und dann Robben, da war der Dreierpack. 8. Tor in der Rückrunde für die Niederländer. Das ist top. Aber es war auch einfach. Gerade die rechte Defensivseite der Hamburger funktionierte gar nicht. Und bedauernswert, nicht nur Fee. Wir sind sehr gespannt, was mit ihm nach einer solchen Partie passiert. Denn voller Lust wirkte er zuletzt nicht. Apropos Lust. Die pure Lust am Fußball. Robben, 64. Minute. Ribéry gegen Katscha. Dankeschön. Sein erstes Tor seit dem 17. Spieltag beim 5:3 gegen Stuttgart. Der war schneller mit Ball als Katscha ohne und dann hat er noch den Blick und lupft. Auch das war Weltklasse. 67. Robben. Oh, der Gomez ließ ein paar Chancen liegen. Sie wechselten dann auch immer mehr aus und er bekam Standing Ovations. Arjen Robben, Dreierpack von Beginn an. War der heiß auf diese Partie. Wir haben gar keine Zeit, den zu feiern. Es ging weiter. 79. Der unermüdliche Ribéry. Altintop war gekommen. 3 gegen 2. Das ist Müller.
Sein 15. Pflichtspieltreffer in dieser Saison. Nur Gomez hat mehr. Und jetzt achten Sie mal auf Rost. Ihr seid doch bescheuert, sagt er dazu den Vorderleuten, die weiter nach vorne spielten. Trotz 0-4. Rost hatte Pech, aber er war am schuldlosesten an dieser Situation. Sie nahmen die Hamburger auseinander. Das Beispiel schlechthin. Ribéry, Katscher. Zauberhaft. Und dann Eigentor Westermann. Der HSV hatte zuletzt im Mai 2004 mal 0-6 in Bremen verloren. Schauen Sie mal, was der Ribéry mit denen veranstaltete. Es blieb fast schmeichelhaft für die Hamburger beim 6-0. Damit der HSV aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt geholt. Nach 25 Minuten eine Art Selbstaufgabe. Dieter Niklas jetzt mit dem Hamburger Keeper. Frank Ross, verzeihen Sie den Ausdruck, aber haben Sie sich heute als ärmstes Schwein gefühlt? Na, ist schwer nach so einer Niederlage, da überhaupt Worte zu finden, aber wir müssen uns ja stellen, das nützt ja nichts. Schwierig wird die nächste Woche, da wieder aufzustehen. Und man hat wieder mal gesehen, wie labil das Ganze ist, wie schnell das auseinanderbricht. Und das ist ein wankender Riese und ich glaube, das unterschätzen viele. Aus was für Gründen auch immer, weil sie ihre persönliche Position, ihre persönlichen Egoismen nach vorne stellen. Sie können ja gar nichts machen als Trainer. Was passiert? Kommt wieder ein neuer Trainer, dann geht es vielleicht wieder drei Tage auf. Der Trainer hat es ja gesagt. Dann sagt es alle wieder wunderbar, tolle Arbeit gemacht. Und dann geht es wieder genauso. Das erleben die ja jetzt hier irgendwie seit 8 Jahren. Aber sie müssen es vorleben, sie müssen es immer wieder vorleben. Dann wird auch ein Trainer stark, dann wird auch der ganze Verein stark. Und wenn sie dann immer nur über einzelne Personen diskutieren, ja gut. Wenn sie meinen, die müssen die Spieler auswechseln, müssen sie das tun. Aber dann müssen sie es mit aller Konsequenz tun. Nehmen Sie meine Person, wenn man den Tropfen hier holt, muss man ihn spielen lassen. Dann muss man ihn mit aller Konsequenz spielen lassen. Und nicht Spielchen machen in der Öffentlichkeit und dies und jenes. Und das geht so das ganze Jahr. Sie können gar nicht mehr arbeiten. Sie können gar nicht mehr vernünftig in Ruhe arbeiten. Das ist Wahnsinn. Okay, ich danke für die Einschätzung. Danke. Puh, sacken lassen, mein lieber Mann. Da war eine Menge Wahres dabei. Nach 3 Pflichtspielniederlagen mal wieder ein Dreier für die Bayern. Durchschnaufen. Sebastian Hellmann, bitte.